Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play Risen. So, wir waren stehen geblieben beim Ladebildschirm. Ladebalken? Nein, wir waren stehen geblieben diesmal in der Vulkanfestung in so einer Stadt. Hafenstadt, glaube ich. Und da wollten wir uns diesmal ein wenig umschauen. Und mal schauen, was da uns so Schönes auf uns erwartet. Unser Ziel ist ja immer noch von dieser Insel runterzukommen. Und wo können wir das am besten als in der Hafenstadt? Das ist nicht in Ordnung. So, das gleiche nochmal. Da ist mir bei der Aufnahme etwas schief gelaufen. Na komm, jetzt ein bisschen schneller. Du weißt doch, wo du bist. Na komm schon. Na endlich. So, wir können mit denen da reden. Wir gehen aber erstmal weiter hinter und schauen uns mal... Ach du meine Güte. Na, wir haben ja sonst da nichts zu tun. Hoi, du gehörst zur Inquisition. Dann hoffe ich, dass ihr uns alle rettet. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe Acht gebe. Den anderen ist es nicht so gut gegangen. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Okay. Bertha und Kuh. Ah. Können wir mit der Bertha irgendwas machen, Lege? Milch. So, hier ist nur noch Müll. Wer bist denn du, die Wache? Du, das ist gerade ganz schlecht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, 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 es ist nicht schlecht, aber wenn du nicht mit uns reden willst, dann lass es eben. So, dann schauen wir mal hier hoch, was hier oben so auf uns erwartet. Ja, also nichts. Raus! Oh, ist doch gut, Junge. Hau schon ab. Macht mal ein Ruhchen hier. Quest erfolgreich in der Hafenstadt. Wer bist du? Ich will doch nur schlafen. Ich will doch nur schlafen. Ja, ja, dann schlaf mal in Ruhe. So. Wer bist denn du, Arno? Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Na ja, bitteschön. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau, ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Oh. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Okay, ich glaube, den kennen wir irgendwoher, diesen Belschwur. So, lass mich mal hier durch. Degato. Du bist doch neu hier, oder? Nö. Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Natürlich hat er das. Ja, ja, ihr Typen aus der Vulkanfestung habt nicht solche Probleme wie unser eins.
Ständig hat man Ärger wegen des neuen Gesetzes. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Okay. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Ah ja. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. So, welche geldgeilen Schweine, Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Na, wir schauen da mal vorbei. So, was gibt's noch mehr? Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Hey, warte mal. Du bist doch auch einer von der Vulkanfestung. Bist du etwa gekommen, um mich auszuspionieren? Was sollte das bringen? Richtig. Es würde euch gar nichts bringen. Eben. Scheint so, als hätten sie dich in der Vulkanfestung nicht klein gekriegt. Das gefällt mir. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Ah ja. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Na wunderbar, also das ist ja wirklich die wunderbarste Hilfe. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Okay, ich bring dir das Gold. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Sag bloß. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Okay. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Cool. Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen und das willst du ja nicht. Okay, gut. Ich hab verstanden. So. Wer bist du? Warte! Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Ah, na wunderbar. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt.
Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Okay. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Es ist deine Pflicht, uns zu helfen. Dem Gesetz des Ordens zu dienen, sollte dir Lohn genug sein. Aber natürlich vergisst der Orden seine Männer nicht. Du wirst dein Gold schon bekommen. Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Okay. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Lass mich raten. Du sollst das übernehmen, weil er sich nicht traut. Ja, Costa nimmt anscheinend die Bauern aus und die Banditen wollen ihren Anteil. Costa kam mir schon von Anfang an komisch vor. Delgado braucht dringend Gold, sonst steigen ihm seine eigenen Leute auf den Kopf. Das hört sich gut an. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Willst du mir helfen, Delgado zu erledigen? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Du wirst zum Schein für Delgado arbeiten und das Gold von Costa besorgen. Aber anstatt es ihm zu geben, gibst du es mir. Ich werde dann dafür sorgen, dass es die rechtmäßigen Besitzer zurückkriegen. Verstehe. Wenn Delgado nicht an Costas Gold kommt, bekommt er Probleme. Vielleicht verlässt er sogar die Stadt. Okay, ich weiß nicht so recht, was wir hier nun machen. Ob wir nun diesen Banditen helfen oder ob wir den Leuten aus der Vulkanfestung helfen. Das liegt jetzt daran, ob wir die Kiste plündern dürfen. Oh. So. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Oh, ein Händler. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Ja, mach mal. Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Okay. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Verzeihung. Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Erzähl mir mal mehr über das Händlerviertel. Erzähl mir was über das Händlerviertel. Wenn du Gold hast und gute Ware suchst, solltest du dorthin gehen. Rund um den Platz beim Haupttor gibt es viele Händler mit gutem Angebot. Wir Bauern sind dort nicht gerne gesehen. Wir vertreiben angeblich die guten Kunden. Pah, als wenn es die hier noch geben würde. Doch, ich bin einer. Ich habe viel Geld. Naja, es geht. Erzähl mir was über den Hafen. Im Hafenviertel findet ein Seemann alles, was er auf Landgang braucht. Also eine Kneipe und das Bordell. Den Leuten sitzt das Gold zwar nicht mehr so locker wie früher, aber wenn du ein bisschen Vergnügen suchst, bist du dort genau richtig. Bei den Lagerhäusern findest du viele ehemalige Fischer und Arbeiter. Eines der Häuser wurde vom Orden beschlagnahmt. Was sie dort lagern, weiß ich nicht. Das findest du raus. Sonst noch was? Ja, die alte Hafenmeisterei ist ebenfalls vom Orden beschlagnahmt worden.
Dort haben sie ein Schlachthaus eingerichtet. Wenn du genug Gold hast, kannst du dort Fleisch kaufen. Aber komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Das Haus wird gut bewacht. Okay, und wie ist es mit der Gosse? Erzähl mir was über die Gosse. Die Gosse nennt man alles oberhalb des Hafens. Hier wohnen vor allem die armen Leute und auch die meisten von uns Bauern. Am Ende der Gosse hat Meister Belschwur eine Suppenküche eingerichtet. Er ist ein Magier aus der Vulkanfestung und hilft den Bedürftigen. Ah. Sonst gibt es hier noch Flavio, ein Händler. Er hat sein Geschäft ebenfalls am Ende der Gosse, direkt neben dem Schrein. Wenn du ein Bier trinken willst, geh zu Josh. Er hat hier eine kleine Kneipe. Also haben wir hier alles zu sehen. Lass mal deine Waren sehen. So, ihr habt eine Pfanne, na wunderbar. Und eine Halskette. Ach, naja. So, was verkaufen wir auf jeden Fall? Das können wir alles erstmal verkaufen hier. Da kriegt man wieder schön Geld dafür. Den wollten wir ja noch behalten, ne? Den Bogen behalten wir auch. Die Bolzen können wir verkaufen. Wir haben momentan keinen Dingsens. So, Holzschild haben wir. Da haben wir momentan ein besseres. Dann verkaufen wir das mal. Händler geben gutes Gold. Das ist doch perfekt. So, diesen Ring haben wir nicht. Den können wir aber gleich mal anlegen, der ist nämlich schön. So, leere Fläschchen können wir mal hier verkaufen. Ein paar Mana-Tränke hier. Und hast du Mana-Tränke? Ne, habt ihr nicht. Komm, hier ein bisschen Wein. Ne, so viel auch wieder nicht. Ein bisschen Bier.